Mit dem NTE-Bericht von heute lassen wir die Prophezeiungen der letzten beiden Wochen, die viele Zuschauer und mich selbst sehr bewegt haben, wir lassen sie wieder hinter uns. Das Leben geht ja doch weiter, doch wie wir sehen werden, ist alles miteinander verbunden. Statt in Angst zu leben, können wir heute wieder erfahren, warum wir hier sind und warum es gar keinen Grund gibt, Angst zu haben. Es gibt keinen Grund für Angst und deshalb ist es wichtig, die vielen Schätze aus dem Bericht von heute mitzunehmen. Eben damit wir unsere Bestimmung erfüllen können. Wir müssen uns innerlich von jeder Angst frei machen, um so frei wie nur möglich genau das zu sein, was wir uns vorgenommen haben zu sein. Und da ich ja ahne, dass viele von euch von Bettys Nahtoderfahrung sehr ergriffen sein werden, habe ich, was ich sonst gar nicht mehr tue, dieses Mal einen Link zu ihrem Buch in der Videobeschreibung hinterlassen. Und es gibt dort auch einen Link zu meinem neuesten Nahtoderfahrungs-Audiobuch. Und wisst ihr was? Vor einigen Tagen habe ich ein kleines technisches Problem auf der Seite einer Käuferin meines zweiten Audiobuchs gemeinsam mit ihr gelöst. Und dabei habe ich von ihr erfahren, dass sie das Audiobuch für ihre Mutter zu Weihnachten beabsichtigt hat. Ich war überrascht und gerührt davon, denn an materiellen Dingen haben die meisten von uns doch alles, was wir wirklich brauchen, und da ist solch ein Geschenk mit Werten, die ein Mensch nur im tiefen Inneren in seiner Seele erfassen kann, heute vielleicht das Wertvollste, was man sich gegenseitig noch zum Geschenk machen kann. Ich habe sehr viel Arbeit mit jedem dieser Berichte gehabt, aber gleichzeitig habe ich auch immer ein Geschenk dadurch zurückgehalten. Und das dieses Geschenk, das just hier täglich meine innere Stimmung und meinen generellen Ausblick auf den Tag und das Leben insgesamt. Es hält mich auf der Spur, die für mich bestimmt ist. Und dieses Geschenk gebe ich jede Woche weiter an euch. Ich empfehle euch sehr auch das aktuellste Audiobuch, auch weil ihr dort die höchste Audioqualität genießt, wenn ihr völlig werbefrei in die wundervollen Berichte eintaucht, um davon auch eure eigene Gesamtstimmung grundlegend neu auszurichten. Nach dem Bericht gibt es noch eine internationale Neuigkeit, die aktuell große Schlagzeilen macht und die eine direkte Verbindung zu dem Thema des Gebets und einer besseren Welt hat. All das eben, was uns die letzten zwei Wochen so sehr beschäftigt hat. Und jetzt kommen wir zu Bettys Bericht. Als Betty Edys Buch Embraced by the Light zum ersten Mal veröffentlicht wurde, wurde es schnell zum New York Times Bestseller. Bettys Nahtoderfahrungsbericht ist einer der detailliertesten und tiefgründigsten Berichte, die je dokumentiert wurden. Im Folgenden hören wir Auszüge aus Bettys Buch und wir steigen genau dort ein, wo die eigentliche Nahtoderfahrung beginnt. Ich sah einen kleinen Lichtpunkt in der Ferne. Die schwarze Masse um mich herum nahm mehr und mehr die Form eines Tunnels an und ich spürte, wie ich mit noch größerer Geschwindigkeit durch sie hindurchfuhr und dem Licht entgegeneilte. Ich fühlte mich instinktiv zu ihm hingezogen, obwohl ich spürte, dass andere das vielleicht nicht taten. Als ich mich dem Licht näherte, bemerkte ich die Gestalt eines Mannes, der darin stand, und das Licht strahlte um ihn nur so herum. Als ich näher kam, wurde das Licht brillant, brillanter als jede Beschreibung, viel heller als die Sonne, und ich wusste, dass keine irdischen Augen in ihrem natürlichen Zustand dieses Licht sehen konnten, ohne zerstört zu werden. Nur spirituelle Augen konnten es ertragen und schätzen. Als ich näher kam, begann ich mich aufzurichten. Ich sah, dass das Licht unmittelbar um ihn herum golden war, als ob sein ganzer Körper von einem goldenen Heiligschein umgeben wäre. Und ich konnte sehen, dass der goldene Heiligschein um ihn herum ausbrach und sich zu einem strahlend prächtigen Weiß ausbreitete, das sich über eine gewisse Entfernung erstreckte. Ich spürte, wie sein Licht buchstäblich mit meinem verschmolz
und ich fühlte, wie mein Licht von seinem angezogen wurde. Es war, als wären zwei Lampen in einem Raum, die beide leuchteten und deren Licht ineinander überging. Es ist schwer zu sagen, wo das eine Licht endete und das andere beginnt. Sie werden einfach zu einem Licht. Und obwohl sein Licht viel heller war als mein eigenes, war mir bewusst, dass auch mein Licht uns erleuchtete. Und als unsere Lichter verschmolzen, hatte ich das Gefühl, in sein Antlitz zu treten, und ich spürte eine regelrechte Explosion der Liebe. Es war die bedingungsloseste Liebe, die ich je gefühlt habe, und als ich sah, wie sie seine Arme öffneten, um mich zu empfangen, ging ich zu ihm und empfing seine volle Umarmung und sagte immer wieder: Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Ich bin endlich zu Hause. Ich spürte seinen enormen Geist und wusste, dass ich immer ein Teil von ihm gewesen war, dass ich in Wirklichkeit nie von ihm getrennt gewesen war. Und ich wusste, dass ich würdig war, bei ihm zu sein und ihn zu umarmen. Ich wusste, dass er sich all meiner Sünden und Fehler bewusst war, aber dass sie im Moment keine Rolle spielten. Er wollte mich einfach nur umarmen und seine Liebe mit mir teilen. Und ich wollte meine mit ihm teilen. Ich stellte nicht in Frage, wer er war, sondern wusste, dass er mein Retter, mein Freund und mein Gott war. Er war Jesus Christus, der mich immer geliebt hatte, auch wenn ich dachte, er würde mich hassen. Er war das Leben selbst, die Liebe selbst, und seine Liebe schenkte mir eine Fülle von Freude bis zum Überlaufen. Ich wusste, dass ich ihn von Anfang an gekannt hatte, schon lange vor meinem Erdenleben, denn mein Geist erinnerte sich an ihn. Mein ganzes Leben lang hatte ich ihn gefürchtet und jetzt sah ich wusste, dass er mein bester Freund war. Sanft öffnete er seine Arme und ließ mich weit genug zurücktreten, um ihm in die Augen zu sehen, und er sagte: Dein Tod war verfrüht. Deine Zeit ist noch nicht gekommen. Keine Worte, die je gesprochen wurden, haben mich mehr berührt als diese. Bis dahin hatte ich keinen Sinn im Leben gespürt. Ich war einfach auf der Suche nach Liebe und Güte umhergezogen, ohne wirklich zu wissen, ob mein Handeln noch richtig war. Jetzt, in seinen Worten, fühlte ich eine Mission, ein Ziel. Ich wusste nicht, was es war, aber ich wusste, dass mein Leben auf der Erde nicht sinnlos gewesen war. Meine Zeit war noch nicht gekommen. Meine Zeit würde kommen, wenn meine Mission, mein Zweck, mein Sinn in diesem Leben, wenn es erfüllt war. Ich hatte einen Grund für meine Existenz auf der Erde. Aber obwohl ich das verstand, rebellierte mein Geist. Bedeutete das, dass ich zurückgehen musste? Ich sagte zu ihm: Nein, ich kann dich jetzt nicht verlassen. Er verstand, was ich meinte, und seine Liebe und Akzeptanz für mich wurden nie schwächer. Meine Gedanken reisten weiter. Ist dieser Jesus, Gott, das Wesen, das ich mein ganzes Leben lang gefürchtet habe? Er ist ganz anders, als ich gedacht hatte. Er ist voller Liebe. Dann begannen mir Fragen in den Sinn zu kommen. Ich wollte wissen, warum ich so gestorben war, wie ich gestorben war. Nicht zu früh, sondern wie mein Geist vor der Auferstehung zu ihm gekommen war. Denn ich litt immer noch unter den Lehren und Überzeugungen meiner Kindheit. Sein Licht begann nun, meinen Geist zu erfüllen, und meine Fragen wurden beantwortet, noch bevor ich sie ganz gestellt hatte. Sein Licht war Wissen. Er hatte die Macht, mich mit aller Wahrheit zu erfüllen. Und als ich Vertrauen fasste und das Licht in mich einfließen ließ, kamen meine Fragen schneller, als ich es für möglich gehalten hätte, und sie wurden ebenso schnell beantwortet.
und die Antworten waren absolut und vollständig. In meinen Ängsten hatte ich den Tod falsch interpretiert, hatte etwas erwartet, das nicht so war. Das Grab war nie für den Geist bestimmt, sondern für den Körper. Ich fühlte mich nicht verurteilt, weil ich mich geirrt hatte. Ich hatte nur das Gefühl, dass eine einfache, lebendige Wahrheit an die Stelle meines Irrtums getreten war. Ich verstand, dass er der Sohn Gottes war, obwohl er selbst auch ein Gott war und dass er schon vor der Erschaffung der Welt auserwählt worden war, unser Retter zu sein. Ich verstand oder besser gesagt, ich erinnerte mich an seine Rolle als Schöpfer der Erde. Seine Aufgabe war es, in die Welt zu kommen, um Liebe zu lehren. Und dieses Wissen war eher wie eine Erinnerung. Ich erinnerte mich an einige Dinge aus der Zeit lange vor meinem Leben auf der Erde, die mir bei meiner Geburt durch einen Schleier des Vergessens absichtlich verwehrt worden waren. Als immer mehr Fragen aus mir heraussprudelten, wurde ich mir seines Sinns für Humor bewusst. Beinahe lachend schlug er mir vor, es langsam angehen zu lassen. Ich könnte alles wissen, was ich wolle. Aber ich wollte alles wissen, von Anfang bis Ende. Meine Neugier war für meine Eltern, meinen Mann und manchmal auch für mich immer eine Qual gewesen. Aber jetzt war sie ein Segen und ich war begeistert von der Freiheit des Lernens. Ich wurde von einem Meisterlehrer unterrichtet. Ich verstand so viel, dass ich Bände in einem Augenblick verstehen konnte. Es war, als könnte ich ein Buch ansehen und es auf einen Blick verstehen. Als könnte ich mich einfach zurücklehnen, während sich mir das Buch in allen Einzelheiten offenbart. Vorwärts und rückwärts, innen und außen, jede Nuance und jede mögliche Andeutung. Und alles in einem Augenblick. Während ich eine Sache verstand, kamen weitere Fragen und Antworten, die alle aufeinander aufbauten und zusammenwirkten, als ob alle Wahrheiten untrennbar miteinander verbunden wären. Und das Wort allwissend hatte für mich noch nie eine größere Bedeutung gehabt. Das Wissen durchdrang mich. In gewisser Weise wurde es zu mir. Und ich war erstaunt über meine Fähigkeit, die Geheimnisse des Universums zu verstehen, indem ich einfach darüber nachdachte. Ich wollte wissen, warum es so viele Kirchen auf der Welt gibt. Warum hat Gott uns nicht nur eine Kirche, eine Religion gegeben? Und die Antwort kam mit dem reinsten Verständnis zu mir. Jeder von uns, so wurde mir gesagt, befindet sich auf einer anderen Ebene der geistlichen Entwicklung und des Verständnisses. Jeder Mensch ist daher auf eine andere Ebene des spirituellen Wissens vorbereitet. Alle Religionen auf der Erde sind notwendig, weil es Menschen gibt, die brauchen, was sie lehren. Menschen, die einer Religion angehören, haben vielleicht kein vollständiges Verständnis des Evangeliums des Herrn und werden es auch nie haben, solange sie dieser Religion angehören. Aber diese Religion wird als Sprungbrett für weiteres Wissen genutzt. Jede Kirche erfüllt geistliche Bedürfnisse, die andere vielleicht nicht erfüllen können. Keine Kirche kann die Bedürfnisse aller Menschen auf allen Ebenen erfüllen. Wenn ein Mensch sein Verständnis von Gott und seinem eigenen ewigen Fortschritt erweitert, kann es sein, dass er mit den Lehren seiner jetzigen Kirche unzufrieden ist und eine andere Philosophie oder Religion sucht, um diese Lücke zu füllen. Wenn dies geschieht, hat er eine andere Ebene des Verständnisses erreicht und sehnt sich nach mehr Wahrheit und Wissen und nach einer weiteren Möglichkeit zu wachsen. Und bei jedem Schritt auf dem Weg werden ihm diese neuen Gelegenheiten zum Lernen gegeben. Nachdem ich diese Erkenntnis gewonnen hatte, wusste ich, dass wir kein Recht haben, irgendeine Kirche oder Religion in irgendeiner Weise zu kritisieren. Sie sind alle wertvoll,
in seinen Augen. In allen Ländern, in allen Religionen, in allen Lebensbereichen wurden ganz besondere Menschen mit wichtigen Aufgaben eingesetzt, damit sie andere berühren können. Es gibt eine Fülle des Evangeliums, aber die meisten Menschen werden sie hier nicht erreichen. Um diese Wahrheit zu begreifen, müssen wir auf den Geist hören und unser Ego loslassen. Ich wollte den Zweck des Lebens auf der Erde erfahren. Warum sind wir hier? Und während ich mich in der Liebe Jesu Christi sonnte, konnte ich mir nicht vorstellen, warum irgendein Geist dieses wunderbare Paradies und alles, was es zu bieten hat, Welten zum Erforschen, Ideen zum Schaffen und Wissen zum Erlangen, freiwillig verlassen würde. Warum sollte jemand hierher kommen wollen? Und als Antwort erinnerte ich mich an die Erschaffung der Erde. Ich erlebte sie tatsächlich, als würde sie vor meinen Augen nachgespielt. Und das war wichtig. Jesus wollte, dass ich dieses Wissen verinnerlichte. Er wollte, dass ich weiß, wie ich mich fühlte, als die Schöpfung stattfand. Und der einzige Weg, das zu tun, war, dass ich es noch einmal sah und fühlte, was ich vorher gefühlt hatte. Als Menschen waren alle Geister in der vorsterblichen Welt an der Erschaffung der Erde beteiligt. Wir waren begeistert, ein Teil davon zu sein. Wir waren bei Gott und wussten, dass er uns geschaffen hatte, dass wir seine eigenen Kinder waren. Er freute sich über unsere Entwicklung und war von absoluter Liebe für jeden Einzelnen von uns erfüllt. Auch Jesus Christus war da. Und zu meiner Überraschung verstand ich, dass Jesus ein von Gott getrenntes Wesen war, das seine eigene göttliche Bestimmung hatte, und ich wusste, dass Gott unser gemeinsamer Vater war. Meine protestantische Erziehung hatte mich gelehrt, dass Gott, der Vater und Jesus Christus ein einziges Wesen sind. Als wir uns alle versammelten, erklärte der Vater, dass es unser spirituelles Wachstum fördern würde, wenn wir für eine gewisse Zeit auf die Erde kämen. Jeder Geist, der auf die Erde kommen sollte, half bei der Planung der Bedingungen auf der Erde, einschließlich der Gesetze der Sterblichkeit, die für uns gelten würden. Und dazu gehörten die Gesetze der Physik, wie wir sie kennen, die Grenzen unseres Körpers und die geistigen Kräfte, zu denen wir Zugang haben würden. Wir halfen Gott bei der Entwicklung der Pflanzen und Tiere, die es hier geben würde. Alles wurde aus geistiger Materie erschaffen, bevor es physisch erschaffen wurde. Sonnensysteme, Sonnen, Monde, Sterne, Planeten, Leben auf den Planeten, Berge, Flüsse, Meere und so weiter. Ich sah diesen Prozess und um ihn noch besser zu verstehen, sagte mir der Erlöser, dass die geistige Schöpfung mit einem unserer fotografischen Abzüge verglichen werden kann. Die geistige Schöpfung wäre wie ein scharfer, brillanter Abzug und die Erde wäre wie ihr dunkles Negativ. Die Erde ist nur ein Schatten der Schönheit und Herrlichkeit der geistigen Schöpfung, aber sie ist das, was wir für unser Wachstum brauchen. Es war wichtig, dass ich verstand, dass wir alle dazu beigetragen haben, unsere Bedingungen hier zu schaffen. Oft sind die kreativen Gedanken, die wir in diesem Leben haben, das Ergebnis einer unsichtbaren Inspiration. Viele unserer wichtigen Erfindungen und sogar technologischen Entwicklungen wurden zuerst im Geist von geistigen Wunderkindern geschaffen. Und dann erhielten Menschen auf der Erde die Inspiration, diese Erfindungen hier zu machen. Ich verstand, dass es eine lebenswichtige, dynamische Verbindung zwischen der Geistwelt und der Sterblichkeit gibt und dass wir die Geistwesen auf der anderen Seite für unseren Fortschritt brauchen. Ich habe auch gesehen, dass sie uns sehr gerne auf jede erdenkliche Weise helfen. Ich sah, dass wir in der vormortalen Welt unsere Lebensaufgaben kannten und sogar selbst gewählt haben. Ich verstand, dass unsere Lebenssituationen auf den Zielen dieser Missionen beruhen.
Durch göttliches Wissen wussten wir, wie viele unserer Prüfungen und Erfahrungen aussehen würden. Und wir bereiteten uns entsprechend vor. Wir schlossen uns mit anderen, Familienmitgliedern und Freunden zusammen, um unsere Aufgabe zu erfüllen. Wir brauchten ihre Hilfe. Wir kamen als Freiwillige und waren begierig darauf, alles zu erlernen und zu erleben, was Gott für uns geschaffen hatte. Ich wusste, dass das jeder von uns, der die Entscheidung traf, hierher zu kommen, ein tapferer Geist war. Selbst der am wenigsten entwickelte unter uns war hier stark und mutig. Hier wurde uns die Macht gegeben, für uns selbst zu handeln. Unsere eigenen Handlungen bestimmen den Verlauf unseres Lebens und wir können unser Leben jederzeit ändern oder neu ausrichten. Ich verstand, dass dies von entscheidender Bedeutung war. Gott gab das Versprechen, dass er nicht in unser Leben eingreifen würde, wenn wir ihn nicht darum bitten. Und dann würde er uns durch sein allwissendes Wissen helfen, unsere gerechten Wünsche zu verwirklichen. Und wir waren dankbar für die Möglichkeit, unseren freien Willen zu äußern und seine Macht auszuüben. Denn dies würde es jedem von uns ermöglichen, große Freude zu erlangen oder das zu wählen, was uns Traurigkeit bringen würde. Die Wahl liegt bei uns, durch unsere Entscheidungen. Ich war wirklich erleichtert, als ich feststellte, dass die Erde nicht unsere natürliche Heimat ist, dass wir nicht von hier stammen. Ich war erfreut zu sehen, dass die Erde nur ein vorübergehender Ort für unsere Ausbildung ist und dass Sünde nicht unsere wahre Natur ist. Spirituell gesehen befinden wir uns auf verschiedenen Stufen des Lichts, was Wissen bedeutet. Und aufgrund unserer göttlichen spirituellen Natur sind wir von dem Wunsch erfüllt, Gutes zu tun. Unser irdisches Selbst steht jedoch ständig im Widerspruch zu unserem Geist. Ich habe gesehen, wie schwach das Fleisch ist, aber es ist hartnäckig. Obwohl unsere Geistkörper voller Licht, Wahrheit und Liebe sind, müssen sie ständig darum kämpfen, das Fleisch zu überwinden. Und das stärkt sie. Diejenigen, die wirklich entwickelt sind, werden eine perfekte Harmonie zwischen ihrem Fleisch und ihrem Geist finden. Eine Harmonie, die sie mit Frieden segnen und ihnen die Fähigkeit geben wird, anderen zu helfen. Wenn wir lernen, uns an die Gesetze dieser Schöpfung zu halten, lernen wir auch, wie wir diese Gesetze zu unserem eigenen Wohl nutzen können. Wir lernen, wie wir in Harmonie mit den schöpferischen Kräften um uns herum leben können. Gott hat uns individuelle Talente gegeben, manche mehr und manche weniger, je nach unseren Bedürfnissen. Und wenn wir diese Talente einsetzen, lernen wir, mit den Gesetzen zu arbeiten und sie schließlich zu verstehen. Und so lernen wir, die Grenzen dieses Lebens zu überwinden. Wenn wir diese Gesetze verstehen, sind wir besser in der Lage, den Menschen um uns herum zu dienen. Alles, was wir hier in der Sterblichkeit tun, ist bedeutungslos, wenn wir es nicht zum Wohle anderer tun. Unsere Gaben und Talente sind uns gegeben, damit wir anderen dienen können. Und indem wir anderen dienen, wachsen wir geistlich. Vor allem wurde mir gezeigt, dass die Liebe das Wichtigste ist. Ich erkannte, dass wir ohne Liebe wirklich nichts sind. Wir sind hier, um uns gegenseitig zu helfen, füreinander zu sorgen, zu verstehen, zu vergeben und einander zu dienen. Wir sind hier, um jeden Menschen zu lieben, der auf der Erde geboren wird. Ihre irdische Gestalt mag schwarz, gelb, braun, schön, hässlich, dünn, dick, wohlhabend, arm, intelligent oder unwissend sein. Aber wir sollen nicht nach diesen Äußerlichkeiten urteilen. Jeder Geist
hat die Fähigkeit, mit Liebe und ewiger Energie erfüllt zu sein. Am Anfang besitzt jeder ein gewisses Maß an Licht und Wahrheit, das sich noch weiter entwickeln kann. Wir können diese Dinge nicht messen. Nur Gott kennt das Herz des Menschen und nur Gott kann perfekt urteilen. Er kennt unseren Geist. Wir sehen nur vorübergehende Stärken und Schwächen. Aufgrund unserer eigenen Begrenzungen können wir nur selten in das Herz des Menschen schauen. Und ich wusste, dass alles, was wir tun, um Liebe zu zeigen, wertvoll ist. Ein Lächeln, ein Wort der Ermutigung, ein kleiner Akt der Aufopferung. Wir wachsen durch diese Taten. Nicht alle Menschen sind liebenswert, aber wenn es uns schwerfällt, jemanden zu lieben, liegt das oft daran, dass er uns an etwas in uns selbst erinnert, das wir nicht mögen. Ich habe gelernt, dass wir unsere Feinde lieben müssen und dass wir Zorn, Hass, Neid, Bitterkeit und die Weigerung zu vergeben loslassen müssen. Diese Dinge zerstören unseren Geist. Wir werden Rechenschaft darüber ablegen müssen, wie wir andere behandeln. Und als wir den Schöpfungsplan erhielten, sangen wir vor Freude und wurden von Gottes Liebe erfüllt. Als wir das Wachstum sahen, das wir hier auf der Erde haben würden und die freudigen Bindungen, die wir miteinander eingehen würden. Und dann sahen wir zu, wie die Erde erschaffen wurde. Wir sahen zu, wie unsere geistigen Brüder und Schwestern in physische Körper schlüpften, um auf der Erde zu leben. Und wie sie die Schmerzen und Freuden erlebten, die ihnen helfen würden, sich weiterzuentwickeln. Ich erinnere mich gut daran, wie ich die amerikanischen Pioniere bei ihrer Überquerung des Kontinents beobachtete und mich freute, als sie ihre schwierigen Aufgaben bewältigten und ihre Missionen erfüllten. Und ich wusste, dass nur diejenigen, die diese Erfahrung brauchten, dorthin geschickt wurden. Ich sah, wie sich die Engel über diejenigen freuten, die ihre Prüfungen bestanden und Erfolg hatten, und wie sie über diejenigen trauerten, die es dieses Mal noch nicht schafften. Ich sah, dass einige an ihren eigenen Schwächen scheiterten und andere an den Schwächen der anderen. Ich spürte, dass viele von uns, die nicht dabei waren, den Aufgaben nicht gewachsen gewesen wären, dass wir lausige Pioniere gewesen wären und dass wir anderen mehr Leid zugefügt hätten. Ebenso hätten einige der Pioniere und Menschen aus anderen Epochen die Prüfungen von heute nicht ertragen können. Wir sind da, wo wir sein müssen. Und als mir all diese Dinge bewusst wurden, verstand ich die Vollkommenheit des Plans. Ich sah, dass wir uns alle freiwillig für unsere Positionen und Stationen in der Welt gemeldet haben und dass jeder von uns mehr Hilfe erhält, als wir wissen. Ich sah die bedingungslose Liebe Gottes, die über jede irdische Liebe hinausgeht und von ihm auf alle seine Kinder ausstrahlt. Ich sah die Engel in unserer Nähe, die darauf warten, uns zu helfen und die sich an unseren Erfolgen und Freuden erfreuen. Aber vor allem anderen sah ich Christus, den Schöpfer und Retter der Erde, meinen Freund und den engsten Freund, den wir alle haben können. Er schien vor Freude zu schmelzen, als ich in seinen Armen gehalten und getröstet wurde. Endlich zu Hause. Bettys Bericht endet hier. Doch genauso, wie er gerade eben endete, wollen wir hier eine ganz praktische Zuschauerfrage aufgreifen. Ein Zuschauer fragte, wann ihm oder ihr von Gott endlich die Lebensaufgabe offenbart wird. Also die Frage war im Grunde, was ist meine Lebensaufgabe? Und wer hat sich das schon gefragt, um was geht euch in diesem Zusammenhang durch den Kopf, wenn ihr darüber nachdenkt? Und vielleicht schreibt der eine oder die andere dazu etwas in die Kommentare. Ich will hier meine sehr einfachen Gedanken dazu mit euch teilen. Mich hat diese Frage nämlich selbst für lange Zeit sehr beschäftigt. Und irgendwann wurde mir die Antwort darauf wie aus dem Nichts heraus klar. Und das kam so. Das kam, als ich auf einem Spaziergang über die kleine Gruppe von Menschen nachdachte, die mich in meinem Leben begleiten.
Ich fragte mich, warum es immer die gleichen Probleme mit bestimmten Menschen gibt. Mit jedem Menschen beobachten wir andere, sehr spezifische Probleme. Und es scheint sich auch nie etwas daran zu ändern. Und oft führt das sogar so weit, dass sich unsere Lebensbahnen einfach aufhören zu berühren. Wir haben einander verloren. Das kann traurig sein. Und es scheint manchmal so, als ob jeder hier mit seinem eigenen Fluch herumläuft. Kennt ihr solche Leute? Menschen, die immer wieder gegen die gleichen Wände rennen? Von außen her ist es gar nicht so schwer zu erkennen, welche Defizite ein Mensch in sich trägt, welche Baustelle dort noch unfertig ist. Das ist wie ein roter Faden, dachte ich mir. Und da wurde es mir sonnenklar. Das ist die zentrale Lebensaufgabe für diesen Menschen, nämlich diese eine große Baustelle irgendwie mal fertig zu kriegen. Das kann mit Geiz, das kann mit der Unfähigkeit zu lieben, mit Hochmut oder mit Ängstlichkeit, mit Triebhaftigkeit, mit einem Mangel an Selbstbewusstsein oder irgendwas zu tun haben. Ein Mensch wird beispielsweise immer wieder verlassen und findet keinen Partner, von dem er oder sie geliebt wird. Und da ist mein Verständnis heute, dass einfach mal gefragt werden muss, warum das so ist. Warum wird dieser Mensch immer wieder verlassen? Warum will niemand mit diesen Menschen dauerhaft zusammen das Leben teilen? Das ist der Problemkomplex, der möglicherweise die zentrale Lebensaufgabe darstellt. Und jetzt muss sich nur jeder selbst fragen, in welche Art von Problem wir immer wieder rennen. Und dann muss gefragt werden, warum das so ist. Denn das Problem, das wir wahrnehmen, ist die Wirkung. Und wir müssen nun die Ursache dafür ergründen. Das scheint die größte Hürde in unserem Leben zu sein. Das ist unsere Lebensherausforderung. Es ist der blinde Fleck, der für viele andere Menschen, aber nicht für uns selbst sichtbar ist. Und wenn wir das identifizieren, können wir daran arbeiten und wachsen, um die Ursache zu neutralisieren. Ich habe das Gefühl, dass wenn wir diese Hürden in unserem Leben überwinden, was für uns individuell sehr schwer sein kann, dass wir dann in diesem Leben auf jeden Fall etwas erreicht haben. Und wenn man diesen Gedanken weiterführt, hat das schließlich etwas mit Liebe und Harmonie zu tun, wo schließlich und endlich alle Teile des einen Ganzen in Perfektion zusammenarbeiten. Ich habe das natürlich auch auf mich selbst angewendet und dadurch eine ziemlich gute Idee davon bekommen, was meine eigene zentrale Lebensaufgabe ist. Und das muss nicht immer bedeuten, dass man irgendetwas Böses in sich trägt. In den meisten Fällen gibt es irgendeinen kleinen Splitter in unserem Fleisch, der gezogen werden muss, sodass wir wieder die volle Funktionalität erhalten, die immer vorhanden ist und darauf wartet, in Aktion zu treten. Jeder hat viel mehr Potenzial, als uns bewusst ist. Wenn wir uns durch Reflexion voll bewusst werden, was uns hier aufgetragen wurde oder was wir uns vorgenommen haben, dann erst können wir auch voll bewusst daran arbeiten. Und die zweite Sache, die ich heute ansprechen möchte, ist, dass ich doch zuletzt von unserer Wirklichkeit und davon gesprochen habe, dass sie in den Berichten oft als Traum bezeichnet wird. So realistisch und so tief sind wir dort eingetaucht, dass es uns gar nicht in den Sinn kommt, dass unser Leben vielleicht gar nicht das ist, was wir allgemein gedacht haben. Und ich hatte in diesem Zusammenhang auch auf die Möglichkeit verwiesen, dass aus diesem Grund das Gebet, wenn man es richtig anwendet, eine unvorstellbare Macht besitzt. Und ihr habt es ja auch heute wieder gehört, wie stark das betont wurde. Und jetzt hört euch das mal an. Vor kurzem wurde der Physik-Nobelpreis für das Jahr 2022 an ein Team von 3 Wissenschaftlern verliehen. Darunter übrigens der Österreicher, der Quantenphysiker Anton Zeilinger. Diese 3 Wissenschaftler haben nun etwas bewiesen, das genau mit dem zu tun hat, was uns in den Nahtoderfahrungsberichten immer wieder deutlich gemacht wird. Unsere alte Vorstellung von Wirklichkeit wurde damit endgültig zerstört. Die zugrunde liegenden Experimente wurden bereits 2017 durchgeführt und die Haupterkenntnis dieser wissenschaftlichen Arbeit liegt darin, dass unser Universum nicht lokal wirklich ist,
Ich erkläre hier sofort, was das ist und was es für uns bedeutet. Also, es geht im Prinzip um die Frage, ob Objekte wie beispielsweise ein Tisch, ein Baum oder auch der Mond Eigenschaften besitzen, die absolut unabhängig davon existieren, ob nun jemand diesem Objekt seine Aufmerksamkeit widmet oder nicht. Und diese Frage wurde seit den 1930ern stark diskutiert und Einstein selbst stellte seine skeptische Position in den Raum, indem er sagte, dass für ihn der Mond auch am Nachthimmel ist und leuchtet, auch wenn rein gar niemand hinsieht. Nun, es stellte sich heraus, dass Einstein damit falsch lag und dass Objekte, wie beispielsweise ein Apfel oder der Mond, keinerlei Eigenschaften besitzen, bis diese Eigenschaften tatsächlich durch jemanden gemessen werden. Und eine Messung ist eine Beobachtung. Hierfür wurde das Verhalten von subatomaren Teilchen beobachtet. Also das, von dem wir annehmen, dass sich daraus schließlich unsere Welt der großen Objekte zusammensetzt. Der Kern des Problems ist, dass es hier um Bewusstsein, dass es hier um unsere Aufmerksamkeit geht, die einem Objekt oder einer Sache geschenkt wird. Es geht um das, was wir mit unserem Bewusstsein tun. Unsere bewusste Aufmerksamkeit und damit unsere Absichten besitzen eine Schlüsselposition bei den Erscheinungen der Welt, in der wir leben. Wir wollen die Welt besser, schöner, liebevoller sehen und uns wurde durch die Berichte mit zurückgebracht, dass das Gebet der Weg dazu ist. Ich hatte daran schon etliche Jahre keine Zweifel mehr und habe aus diesem Grund Fühlen ist das Geheimnis als Audiobuch zum Verständnis des Gebets produziert. Man muss verstehen, wie ein Gebet wirklich funktioniert. Und der Link dahin ist in der Videobeschreibung und dieser Fragenkomplex über die wahre Natur unserer Wirklichkeit wurde seit ca. 100 Jahren diskutiert. Und jetzt haben wir es offiziell. Doch wir sollten uns das zu unserer persönlichen Frage machen, denn nun können wir mit noch mehr Gewissheit unseren Verstand zum Schweigen bringen, unser Herz öffnen und unsere Gebete gemeinsam für eine bessere Welt beten. Immer wieder wird uns die Möglichkeit verkündet, wieder und wieder verkündet, wie wir unsere Absichten in die Welt tragen können, um sie Wirklichkeit werden zu lassen. Und ich werde zu diesem ganz spezifischen Thema in der Zukunft noch weit mehr sagen. Unterstützt meine Arbeit deshalb, seht euch die Audiobücher an. Das sind Investitionen, die ganz große Früchte tragen und zugleich hier auf dem Kanal dafür sorgen, dass es immer weitergeht. Und viele hier äußern ihr Interesse daran, gemeinsam als Gruppe für eine bessere Welt ins Gebet zu gehen. Jetzt ist die Frage, hat jemand eine Idee, wie das organisiert werden kann? Ist da jemand, der das für uns organisieren möchte? Schreibt mir, wenn es Ideen gibt und ich kommuniziere das dann gerne an alle. Tragt die Liebe in die Welt, passt auf euch auf und wir treffen uns hier jeden Samstag 21:30 Uhr, wenn ihr das möchtet.